Ich wünsche Ihnen auch im Namen meiner Mitvorsitzenden Sarah Wagenknecht und im Namen der gesamten Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag alles Gute für das Jahr 2017. Gesundheit, Friede und ein erfolgreiches Jahr 2017. Wir alle sind noch tief bewegt und erschüttert ob des furchtbaren Attentats in Berlin. Natürlich muss hier Aufklärung bis zum Letzten erfolgen. Unsere Gedanken sind weiterhin bei den Angehörigen der Toten und bei den vielen Verletzten. Dieses Attentat muss aber dazu führen, dass wir weiterhin für Menschlichkeit, für Freiheit und für mehr Demokratie streiten. Das wird eine der Herausforderungen auch im Jahr 2017 sein. Das Jahr wird ein besonderes Jahr. Wir werden die Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und die große Herausforderung für die Linke in Nordrhein-Westfalen haben und nicht zuletzt die Bundestagswahl im Herbst diesen Jahres. Da wird es darum gehen, in welche Richtung geht Deutschland, in welche Richtung geht Europa. Wir brauchen im Land einen Politikwechsel, damit es mehr Gerechtigkeit in unserem Land gibt, damit Kinder- und Altersarmut endlich konsequent angegangen werden und der obszöne Reichtum begrenzt wird. Und wir brauchen eine friedliche Außenpolitik, damit die Ursachen für Flucht und Vertreibung wirklich bekämpft werden. Diese Herausforderung wollen wir gern mit Ihnen gemeinsam angehen. Eine starke Linke kann dazu führen, dass die Politik in diesem Land verändert wird, dass Europa und die Welt friedlicher und gerechter werden. Alles Gute für 2017.